So, dann gucken wir doch mal. Forschung. Schmelzöfen. Da. 200 jeweils. Ja, doch. Filter, Requester, Chest hat jeweils 20 von allem. Das sind 10 Stück, also haben wir 200. Ja, her damit. Her damit. Research. Das war das eine. Dann brauchte ich noch Stahl für die Dinger, aber ist okay. Ich habe keine MK3-Version von denen. Das müssen echt alles meine armen Helferleins da machen. Du. Was fehlt für dich? 150 Bleiplatten. Das sollte okay sein. Ich baue meine komischen Schmetterling-Dinger einfach hier unten nochmal. Hier war doch irgendwo Blei. Tin war vor der Haustür, ja. Hier war Crystal. Da nicht. Ich hätte schwören können, hier unten wäre Blei gewesen. Das ist ein einer Kristallformationsding. Aber das ist vielleicht komplett abge. Ah, hier. Ganz versteckt. Du bist Silber, ja. Jo. Dann gib mir bitte. Oh, passt sogar mit beiden. Sehr gut. Du dahin, du dahin. Stimmt, ich habe die oben gar nicht abgerissen. Bessere Idee. La 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 la. La. Tada. Haben wir hier Robo-Abdeckung? nee. Okay, das wird das Ganze noch einfacher machen. Schaffst du es denn einigermaßen schnell? Hier, geh. Zack. Guck mal, so macht man das. Zack, 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 zack. Ich hab 20 und du hast 13. Zack, 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 zack. Ich hab 40, du hast 20. Du bist lahm. So, 62. Ich hatte noch 43 hier. Wie viel brauche ich für die Rüstung? 150. Ja, gut. Nom, 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 nom. 100 noch was. 111. Ja, das haut hin. So, das machst du bitte weiter. Das Gel Kobalt. Ich weiß noch nicht, wofür ich Kobalt brauche. Nö, den Rest lassen wir so, ist okay. Genau, das schmeißen wir jetzt oben in die Kiste, damit das auch noch eingeschmolzen wird. Zusammen mit dem Tungsten. Was mir übrigens jetzt demnächst eigentlich gegen den Kopf fliegen müsste. Da. Und Tong. Gut. Das ist zu wenig. Es ist zu wenig. Da kommt noch ein klein bisschen was. Aber es wird ausgelastet, ha? Ja, aber ich schmeiß dir mal direkt das Blei auch noch rein. Platten werden auch gemacht. Gib her, alles her. Oder hatte ich nicht vor kurzem Topaz abgebaut? Habe ich das aus Versehen? Nee. Das ist nur useless. Grummelkrumpf. Die sind alle leer. Crush Topaz. Wir brauchen für die allerersten Chunks auf Topaz. Hier kommt Chunks raus. Schmeiß Crushed rein. Es könnte genug sein für die erste Stufe an Topaz-Türmen. Und die erste Stufe scheint eigentlich schon fast zu reichen. Also geschätzt hat die eine Reichweite gehabt von einem Queensbitter. Aus der letzten Staffel. Ich will ihn gar nicht wissen. Also doch, ich will es wissen. Aber der größte Topazturm, der muss ja richtig abgehen. Es ist vielleicht fast wert, mal so eine halbe Stunde off-camera auf so einem Kristallhaufen rumzukloppen, damit ich genug Topaze zusammenbekomme. Muss ich mir glatt mal überlegen. Bau bitte einen davon. Richtig.
Was für Zahnräder sind das eigentlich? Stahl, ne? Ja, Steel Gear Wheel, das ist okay. Tungsten haben wir genug. Bleiplatten. Schmeiß das mal weg und gib mir dafür Bleiplatten, 200 Stück. Kommen auch gleich angeflogen. Den Turm lasse ich einfach dabei. Also ja, ich könnte jetzt da unten hinstellen und aufstellen und, ne? Dann würden wir uns ein bisschen sicherer fühlen im Südosten, aber mal ehrlich, da kommt eh keiner. Du. Blei fehlt und ein roter Engine. Ja, das sollte kein Problem sein. Ein. Zu viele. Power Armor MK2. Jo. Ich habe irgendwie komplett übersehen, dass ich den Dreier noch gar nicht bauen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass das hier der Zweier ist und das der Dreier, was natürlich albern ist, weil, ne? Naja, haben wir das schon mal vorbereitet. Das heißt, wir erforschen jetzt die MK2 Electric Smelting Dinger. Und danach dann die Power Armor 1500. Oder auch nicht, weil wir dann wieder nicht genug grüne Tränke und rote Tränke haben. Das ist doch doof. Es ist viel zu dunkel hier. Oh. Keine ordentliche Stromversorgung hier. Kein Muster. Komm, zeigt mir, dass ihr trotz, dass wir forschen, immer noch hier... Ja. Ah, das ist doch gut. Ja, solange das echt nur dieses einfach ist, geht das. Aber wenn die Forschungslabore mit einem Hubs drei Tränke von einer Art wegsaugen, dann geht das echt nicht. Ja, immer noch komplett voll, obwohl wir das hier gerade mit 200 Punkten erforscht haben. Das sollte also okay sein. Also die Fabriken, die wir gebaut haben, da kommen hinterher mit diesen mal 1 Forschungen. Selbst wenn es 1500 sind. Hoffe ich mal. Wollen wir bei euch dann Speedmodule reinhauen? Was sagt der Strom? Strom sagt völlig okay. Ich habe leider nicht drauf geachtet, wie viel Strom wir gebraucht haben, als die geschossen haben unten. Wie braucht der nächste davon? Braucht schon Bleiplatten, das ist doof. Ne, hier, komm. Wir wollten testen, dass da... Research. Zack. Alle einmal reingesetzt. Und das braucht Zeit 90. Im Vergleich dazu... Das Ding hat 30 gedauert. Also es dauert jetzt locker so 2 Folgen, schätze ich. Außer ich baue alle um auf Speed-Module, was eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee ist. Oh, Mama. Dum, 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 dum. Dum, dum. Ich habe nicht genug Speed-Module, kann das sein? Ja. Fehlen ein paar. Kann ich mir gleich unten rausholen. Da müsste ja ein Stack auf mich warten. Irgendwo da. Einen halben Stack nehme ich mal, damit nicht so viele Ressourcen verbraucht werden. Und hier. Raus, rein. Raus, rein. Sollte jetzt ein Ticken schneller laufen. Versteht ihr? Speed plus 60%. Ja. 60% bei allen. Heißt, dass jetzt alles 60% schneller abläuft. Schön. Wie sieht's aus mit grün? Keine grünen Chips. Ich glaube, ich kick dich mal, dass wir nur noch 2 rote Chipfabriken haben. Wie sieht's aus mit Stahl? Stahl ist immer noch gut, obwohl ich 2 Schmelzöfen gekannapst habe. Und du dauerst mir ehrlich gesagt zu lange. Ich hätte ganz gerne die hier. Die auch Blei kosten. Das ist doch doof. Wofür brauchte ich gerade Blei? Für die Rüstung? Nee. Auch noch ein paar mehr davon. Ich muss auf jeden Fall noch mehr Blei von da unten abholen. Genau hier. Ihr kommt eigentlich hinterher. Ihr kommt nicht hinterher. Heißt, ich fange mal von hier hinten an und ersetze die und vergleich mal. Also du verbrauchst 108 Kilowatt. Du verbrauchst 101.
hast einen Crafting Speed von 3, du hast einen Crafting Speed von 2. Brauchst jetzt aber bestimmt auch die hier, oder? Ja, also abermals weniger Stromverbrauch, weil mehr Slots und schneller. Das ist schick. Zack. Zack. Mehr blaue Ärmchen bitte. So ein Stack davon und jetzt kannst du ruhig wieder das Ding da bauen. Rein, rein, raus, raus. Und Stromspardinger. Gut, macht jetzt also nicht so den Unterschied, weil die sind jetzt 50% schneller als die MK1. Aber es ist ein kleiner Unterschied und das reicht mir. Weil im Notfall könnte ich jederzeit das hier machen. Und dann wird halt schneller das hergestellt. Ich verbrauche schneller meine Rohstoffe. Aber dafür halt auch wesentlich mehr Strom. Es verbraucht jetzt 592 Kilowatt statt 100. Also 6 mal so viel. Ist dafür aber auch, ne, doppelt so schnell. Also doppelt so schnell und 6 mal so viel Strom verbraucht, das ist ein garstiger Tausch. Aber gut. Will ich jetzt nicht so. Du da rein und mit der Zeit ersetzen wir die alle. Und dann gucken wir mal. Also hier könnten wir, glaube ich, das komplette... Also ein Viererblock könnten wir bestimmt wegnehmen. Wenn wir die alle durch MK2 ersetzen und hier dann noch einen neuen MK3-Drill hinhauen. Wovon ich nicht zufällig eingebaut habe? Nö. Schade. Schade, schade. So, was noch, was noch? Topas abbauen. Ja. Das ist nicht so wirklich interessant. Alternativ dazu wäre das Stromnetz weiter ausbauen nach oben, damit überall einmal rum Strom ist für die tollen Türme. Ist auch nicht so super doll. Ich könnte das Eisenerz von da bis nach da oben verlegen. Das ist ein dezent langer Weg, nee. Nee. Ich lutsch das Feld da leer und wenn das wirklich irgendwann mal leer sein sollte, dann können wir von unten was machen. Und dann haben wir halt keine MK3-Drills. Ich baue jetzt einfach die ganzen normalen MK1er hier wieder hin. Hauptsache es kommt irgendwas an, ne? Also machen wir so, so, so. Zack. So. Klein bisschen helfen. Ist echt nur ein klein bisschen, was wir miteinander vergleichen. Wow. Mining Speed 0,5. Mining Speed 1,25. Ich freue mich schon auf den Mining Drill 5. Den könnte ich hier in die Mitte setzen. Das ganze Feld wird, glaube ich, abgebaut. Aber das dauert noch dezent lange. Ja, wisst ihr was? Ich mache das jetzt echt mit dem Zeitraffer. Und zwar mache ich jetzt bis zum Ende der Folge noch einen Zeitraffer. Das heißt, ihr könnt den Rest der Folge überspringen, falls ihr nicht gucken wollt, wie ich 5 Minuten lang auf dem Kristallhaufen da raufklopfe. Und wenn dann die Folge rum ist, werde ich off-camera auch noch eine Weile weiter drauf rumkloppen. Und zwar so lange, bis ich irgendwann keine Lust mehr habe, bis die Spitzhacken kaputt sind oder bis irgendwas Interessantes passiert. Und dann melde ich mich nächste Folge wieder mit einer Bestandsaufnahme, wie viele Topaz-Erze ich abgeklopft habe. Dann schmeißen wir sie alle in eine Maschine und haben dann hoffentlich genug, um mal anfangen, ein bisschen rumzustinkern. Das heißt, ich werde dann alle verdammten Bäume innerhalb meiner Basis von den Robotern abreißen lassen. Habe ich jetzt ja so zwischendurch schon ein bisschen, aber jetzt mache ich es wirklich komplett, alle weg, damit sie ordentlich aussieht. Und überlege dann, ob ich noch irgendwas machen kann. Also jetzt, wo denn Smog wirklich kein Faktor mehr ist, weil wir genug Lasertürme haben, zu verteidigen, dass ich zum Beispiel... Hier hatte ich ja zwischendurch Fabriken rausgepflückt und nach da umgesetzt, dass ich die ganzen Lücken mit irgendwas fülle, was gebaut wird, was auch einigermaßen sinnvoll ist, damit der Smog in die Richtung wandert. Wobei die Basis echt weit weg ist von unserem Smog. Also ich könnte sie absichtlich ködern. Also ich könnte einfach hier Drills hinbauen. Das könnte ich fast machen. Ich mache hier eine Überlandleitung.
Irgendwo, genau, hier auf dieser Halbinsel. Dann mache ich da oben meine tollen Topaztürme hin. Das Ganze ist hier mit einem Stromnetz an die Hauptbasis gelinkt. Dann setzen wir da irgendwas hin, was Smog produziert, lockt dann durchgehend die Basis an und die Topaztürme zersägen die alle. Verbraucht Strom, klar, keine Frage. Aber wir haben durchgehend Leichen. Und sie schnüffeln. Das heißt, sie mutieren und wir haben irgendwann die Königinnen und Könige. Das heißt, ich kriege dann die grünen Edelsteine für meine Lasershotgun, die ich demnächst erforschen sollte. Und für kommen die Alien-Artefakte. Wobei, wenn jetzt ein Big Biter so schnell durch unsere Mauer durchbeißt, dann sollten wir hier wirklich Tungstenmauern hinsetzen. Aber auch das geht ja, wie wir gesehen haben. Also wenn ich die abbaue und nicht die Maschine, dann ging das ziemlich flott. Und wir brauchen nur in Anführungszeichen 10 Tungsten für eine Mauer. Und hier oben bräuchten wir gar nicht so viele Mauern. Also ja, das wäre eine Idee. Dass wir das hier als quasi Mini-Farm und Testgebiet nutzen, wie viel unsere Truppastürme da wirklich schaffen. Also ob es zum Beispiel jetzt diese 4 Türme aushalten würden gegen alle 5 Minuten Angriff. Und ob unsere Stromversorgung es überhaupt aushalten würde. Weil das haben wir noch gar nicht getestet. Boah, klingt soweit interessant. Mal gucken, ob ich es umsetze. Was ich auf jeden Fall erstmal jetzt umsetze, ist der Zeitraffer. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder mit der Bestandsaufnahme, was ich alles noch off-Camera geschafft habe. Also bis denne.